Hi Leute, ihr kennt es mit Sicherheit schon wieder. Heute gibt's mal wieder ein anderes Video und zwar Dr. Floll Goes Poetry 2.0. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Das hat mir halt das letzte Mal ganz gut gefallen und ich habe mal wieder neu was Neues geschrieben und das präsentiere ich euch nach dem Intro. Und zwar heißt das heutige Gedicht Der Beginn und das Ende und ich habe sogar den Text in die Videobeschreibung reingepackt, damit ihr mitlesen könnt. Und da habe ich einfach mal wieder ein paar Eindrücke niedergeschrieben und die präsentiere ich euch jetzt und hört zu und genießt. Wie beim letzten Mal, irgendwie ist das voll das Gleiche. Auf jeden Fall genießt. Jeder Moment birgt eine Chance. Jeder Moment birgt Schönheit. Es ist an uns, dies zu erkennen. Greife zu. Und staune. Schnelle Schritte durch das Dunkel, zeitliche Not. Ich erreiche das Ziel und bin fertig mit dir. Nach Luft schnappend nehme ich Platz. Rasende Bilder ziehen vorbei, untote Menschen überall. Ich erspähe sie mit leerem Blick. Bleib bloß weg von mir. Die Distanz ist groß. Hastiges Kauen, Schmatzen, wie ein Metronom. Ich verliere mich in der Musik, so ist es besser. Und doch, wer bist du? Zügiger Wechsel meines Gegenübers, alt und jung. Ich sehe dich. Loslösung, Dialog. Schöne Bilder in meinem Kopf, deine Geschichte. Ich höre dir zu und komme an. Gemeinsam verlassen wir das Szenario. Eine Geschichte, die passieren kann. Eine Geschichte, die war. Es kann auch deine sein. Just do it. Do it! Just do it! Yo, danke fürs Zuhören oder Zuschauen, wie man es auch immer sieht. Hier sieht man mal wieder die abgeschnittene creepy, super creepy Hand und die zeigt euch den Weg zu den letzten beiden Videos. Da könnt ihr draufklicken und dann kommt ihr zum jeweiligen Video. Gerne könnt ihr aber auch hier draufklicken und da abonniert ihr den Kanal und dann bleibt ihr am Ball und seht, wenn ein neues Video kommt. Jo, am Ende will ich noch wissen, gefallen euch solche Poetry-Sachen oder sind die total scheiße für euch? Seid ihr nur da wegen den Gartenbauthemen? Ja, lasst es mich in den Kommentaren wissen und ich überlege dann, wie es dann weitergeht mit Poetry-Sachen. Ja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche. Habt bis dahin eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und genießt die Zeit. Wir sehen uns und macht es gut. Tschaußen!